Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zur 32. Folge. Ja, wie du siehst, sind wir ein bisschen woanders. Wir sind in Pringleton Bay. Und ich dachte mir, da die liebe Amy die Tochter der Lisa noch nicht kennt, die ja in meine spätere Story mit einbezogen ist, muss sie sie kennenlernen. Und die beiden waren eben auch schon auf dem Flohmarkt. Die Amy hat sich, glaube ich, in Nashorn, glaube ich, gekauft. Der andere, also die anderen Sachen waren ein bisschen zu teuer und ich wüsste nicht, wohin wir die Sachen stellen sollen. Also da waren Sessel, Couch, tausende von Lampen, Bücherregale waren da und halt der eine stand mit Kinderspielzeug. Und dann dachte ich mir, okay, komm, nehmen wir mit für die Emmy für 65 Simoleons. Dann, ja, die Emmy, Entschuldigung. Die April ist in der letzten Folge zur jungen Erwachsenen herangereift. Und ich habe jetzt nochmal die anderen Haushalte so überprüft. Ich brauche meinen schlauen Zettel. Der Wyatt, die Zoe, die Ina, die April, der Shane und der Martin sind jetzt alle junge Erwachsene. Alexis und Ray habe ich jetzt leider vergessen. Aber ich vermute, dass die auch jetzt schon junge Erwachsene sind. Und ja, ich würde sagen, ich babbel nicht viel rum. Wir starten hier in den Haushalt Fliederling mit der Lisa, Alvin und mit der Yuki Mia. Besuchen wir die drei doch einfach mal. Ja, wir nehmen die Mama mit, auf jeden Fall. So, und da sind wir auch schon. Und es schneit. Nicht schlecht. Die Lisa, der Alvin und... Also, die Lisa und der Alvin sind von der lieben Lila Erbse. Lila Erbsen, so war das. Und die Yuki ist das Kind von der Lisa und von dem Hugo. Ja, Hugo war es, genau. Ja, und in Pringleton Bay schneit es einfach. Naja, okay, wir haben auch immerhin Winter und es ist frostig. Aber so immerhin hat die Emmy jetzt auch mal ihren Schnee gesehen. Was machst du, Emmy? Dann reagier mal auf den ersten Schnee, dann kannst du dich der Yuki vorstellen. Und du kannst ihm mal Hallo sagen. Hallo, Betty. Dankbarkeit zeigen. Du kannst ihm mal ein Kompliment machen und dann klopfst du mal an. Und guckst mal, ob die Lisa zu Hause ist. Ich finde das Häuschen wirklich schnuckelig von denen. Das hat die liebe Lila Erbsen richtig schön gemalt. Ich kann auch nichts machen mit dem Dach. Auf jeden Fall... würde ich sagen, zur Runde hinzufügen. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ich glaube, ich muss die Runde erst auflösen. Genau. Und sie dann jetzt hinzufügen, genau. Aber dann sind es nämlich nur die zwei kleinen Mädels. Wollt ihr hier mal... Ah, das könnt ihr nicht zusammen, gell? Dann zusammen rumhängen. Und die Mami, die quatscht beim Alvin noch. Okay. Ich bin sehr gespannt. Muss ich los, Schnatternase? Nein, du kannst nicht raus. Geht nicht, mein Schatz. Hast du dein Essen gegessen? Ja? Ja, gut. Der Wyatt ist ja auch lustig. Der hat gerade eine SMS geschickt. Ach, jetzt bin ich zu spät. Naja, nicht schlimm. Auf jeden Fall hat er uns nachträglich zum Geburtstag gratuliert, wobei er ja bei unserer Geburtstagsfeier dabei war. Das sieht ja cool aus. Kannst du dich auch hinsetzen da oben? Das wäre ja cool. Emmy, wenn du ein Stück rutscht, funktioniert das? Wie spielst du mit deinem Ball? Ja, ich glaube aber, Emmy, das ist ein bisschen zu kalt. Ja, ich habe der Yuki Mia ihr Zimmer ein bisschen umgestellt. Könnt ihr zusammenbauen? Ja, kommt, baut mal zusammen. Wo sind die Lisa? Die Lisa spielt Schach. Und die Lisa hat noch Pflanzen hier.
Komm, wir fliegen der Mia, der. Ey, Schnuggi, es ist kalt, gell? Vielleicht nehmen wir den noch mit rein. Na, ich kann hier jetzt nichts bauen. Naja, nicht schlimm. Amy? Amy, nein. Oh, April, da ist eine Gitarre. Willst du ein bisschen spielen? Dann bauen die Mädels jetzt. Ja, es ist kalt, gell? Sollen wir dir mal deine Wintersachen anziehen? Hier, Garderobe. Jupp, jupp. Gut, du hast deine Wintersachen an, die Kleine hat ihre. Mit dem Alvin ziehen wir das auch mal an, dass die mir hier frieren. Das wäre ja nämlich nicht so gut. So, das Outfit auch noch. Chaga. Ich habe ihn diesmal umgezogen, diesen letztens. Nach dem Geburtstag von der Amy habe ich nachgeguckt und habe ihm ein paar Sachen gegeben. Okay, April, du übst mit deiner Gitarre. Ray fragt, ob ich zu ihm rüberkommen möchte. Nein, eher ungern, Ray. Wir sind ja jetzt hier gerade bei der lieben Familie in Flüderlöhn. Und ihr spielt schön, ihr zwei. Wow. Der Alvin hat uns gerade Trinkgeld gegeben. Was könnt ihr denn noch zusammen bauen? Ihr könnt zusammen mit den Puppen spielen. Was könnt ihr denn damit machen? Nur ansehen. Ach, da könnte man mitspielen. Ihr könnt zusammen gefühlvoll spielen. Wollen wir das mal testen? Und unsere April wird zur Gitarrenqueen. Das kann der Shane dir eventuell mal an einem Tag beibringen. Der spielt ja super gut Gitarre schon. Die beiden Mädels. Der sieht goldisch aus. Gnocchi, alles klar. Ja, die Yukimiya hat nämlich die schöne lilafarbene Augen, also lilafarbene Augenfarbe von ihrer Mama vererbt bekommen. Das ist wirklich so cool. Aber man sieht dezent, dass sie von Hugo kommt irgendwie. Tut mir leid, liebe Erbse. Aber man erkennt irgendwie, dass sie von Hugo ist. Und wir haben nochmal Trinkgeld gekriegt. Leute, ihr braucht uns kein Trinkgeld geben. Die Apple hat jetzt noch 31 Tage. Wir huschen mal kurz in den NC Command Center rein. Auf 32 Tage hat es gestellt, okay. Und die Betty wird wieder in einem Karton kommen, beziehungsweise sie... Hallo, was machst du da? Du Pizza, was machst du schon wieder? Nee, nee, wow, wow. Betty liebt Kartons. Und sie wühlt richtig in den Boxen rum. Voll irre. Hier, guck mal. Ah, können wir nicht. Okay. Dann unterhältst du dich doch im Anschluss jetzt mal hier mit der Lisa. Was macht ihr? Ah, ihr plaudert jetzt zu dritt. Okay. Das ist ja cool. Die können sich zu dritt aufs Bett setzen. Das wusste ich gar nicht. Wie geht denn das? Aber sehr cool. Jetzt muss ich also überlegen, welche Tastaturenkombination ich brauche. Ja, ja, so ist das. Wir haben schon wieder irgendein Trinkgeld gekriegt. April, ich glaube, du musst aufhören zu spielen. Da haben wir ein Element. Wo haben sie denn ihre Elemententafel? Was ist das hier? Ah, das stimmt, das ist vom Debug. Ne, vom Debug nicht. Und die April müsste ganz dringend pieseln. Dann weißt du doch mal als Fremder das Badezimmer von den Süßen ein. Also ich finde das wirklich ein super schönes Häuschen. Richtig gemütlich. Vor allem das Atelier ist so schön. Guckt euch das mal an, das ist echt schön. Ich glaube, wir malen mal was, oder? Wir lassen die Kiddies. Ja, Betty. Wir lassen die Kiddies ein bisschen quatschen. Jetzt sitzen sie sogar zu viert hier. Nicht schlecht. April, gehst du jetzt aufs Klöchen? Sehr gut. Was möchten die Apps wieder kaufen? Einen Wäschetrockner kaufen. Wir kaufen keinen Wäschetrockner. Eine Spülmaschine kaufen. Kann man ja mal überlegen. Was ist das hier? Verantwortung beibringen. Das ist doch auch eine gute Maßnahme.
Voll cool. Ich glaube, die Kleinen bauen gleich einen Schneemann. Betty, können wir zusammen hier hingehen? Dann kannst du eine Schneeballschlacht machen mit der lieben Yuki. Und dann könnt ihr noch einen Schneemann machen. Wo ist denn hier ein Schneemann? Zusammen Schneemann bauen. Bam, bam, bam. Und dann malt die April was. Das ist doch perfekt. Oh, dann läuft die erste Katze, der Bürgermeister. Ich habe leider den kleinen Mod vergessen. Damit die Tiere nicht so krank sind, muss ich das nächste Mal dran denken. Das sieht aus, als würde die Emmy im Schneemann stecken. Und es schneit. Das ist doch schön. April, was machst du? Ah, ihr unterhaltet euch. Okay, dann unterhaltet ihr euch einfach mal. Heute ist Kiddies Time dran. Und die Emmy müsste auch mal ganz dringend aufs Klöchen. Aber das macht ihr schön, ihr Süßen. Wirklich schön macht ihr das. Aber es ist schon wieder 18 Uhr, um Gottes Willen. Die Zeit rennt ja nur so. Naja, wir bleiben jetzt noch ein bisschen. Und dann könnt ihr noch eine... Könnt ihr noch Schneeengel machen. Betty, legst du dich jetzt hin? Na, Stinky? Ich bin gespannt, wie die Schneemänner aussehen. Hallo, Madame. Nicht so nah ans Mikro, bitte. Dankeschön. Stinky-Beanie? Hm? Ich weiß. Okay. Stinky-Beanie. Die Sonne ist heute nicht da auf dem Balkon. Heute ist nicht so schönes Wetter. Ne? So, ich habe der Betty jetzt gerade mal das Heizkissen angemacht. Also der Yuki ihr. Okay. Dann würde ich doch mal sagen, dass unsere Emmy mal aufs Klöchen geht. Und dann kannst du dir mal hier einen Joghurt nehmen. Die April ist kokett. April, flirtest du gerade mit der Lisa? Okay. Komm, wir können ein bisschen über Lieblingssänger schwärmen. Doch, beschönern. April, hör auf mit Lisa zu flirten. Ah, da ist die Yuki. Yuki macht jetzt einen Schneeengel. Und die Emmy? Ah, da ist die Emmy. Weil mir die Gene raus, gell? April, hast du Hunger? Nein, du müsstest mal duschen, okay. Dann setz dich doch mal hier hin. Und du verwendest das Klo. Und die Erwachsenen denken sich so, nö, Emmy, du darfst nicht aufs Klo. Ach Gott, haben wir hier oben denn noch ein Klo? Dann gehst du doch hier oben einfach aufs Klo, Liebes. Das sollte doch funktionieren. Nee, du plauderst dich mit deiner Tochter. Du lässt die kleine Maus jetzt mal aufs Klöchen gehen. Guck mal hier. Okay, die Lisa schläft in Emmys Bett. Okay. Was können wir denn kaufen? Wir gucken mal hier. Knabberbonbons, Tuningteile, Geschenk, Feuerwerk, Nagerleckerli. 300 Simoleons, ihr seid gar nicht unverschämt. Das ist unverschämt. Komm, wir kaufen mal so eine Void-Kreaturen-Packung für die Emmy. Hast du es nicht geschafft, jetzt ist nicht schlimm. Dann gehst du jetzt schnell duschen.
wischst das auf. Und dann kannst du dir einen Joghurt nehmen oder beziehungsweise ich glaube, wir reisen dann einfach nach Hause. Und die April duscht direkt auch mal. Entschuldigung, Leute. Aber ich glaube, wir reisen danach nach Hause. Oh Gott. Genau, die Emmy macht aber noch ihre Pipi-Pfütze weg. Oh, ah, okay, Elvin geht unten aufs Klöchen. Ja, da steht, da ist die April ab. Ach Gott, dann April, setzt du dich mal hier hin. Und warte, bis die Emmy fertig ist. Emmy ist gleich fertig. So, jetzt ist die Emmy fertig. Ja, und dann würde ich auch sagen, reisen wir gleich nach Hause. Das wusste ich gar nicht. Die Kinder können in Erwachsenenbetten schlafen. Wow, das ist krass. Nicht schlecht. So, Emmy, nein. Stopp, 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 stopp. Bitte, bitte nicht. Bitte nicht. So, bevor jetzt irgendein Chaos wieder macht, reisen wir nach Hause. Ach, ihr Lieben. So, wir müssen einmal nach Solarni. Solarni. So, und unser Häuschen ist hier hinten. Ach, genau. Ich habe hier von der Lebensimmel-EG, das sind ja auch Zoe, Veit und Leo rein theoretisch, sind von ihr, habe ich ein anderes Häuschen hierhin platziert. Und ja, hier wohnen noch der Shane und die Ina. Und der Martin ist bei ihnen beiden dazu geblieben, er hat gesagt, und wir reisen jetzt zu uns. Nee, die Juki nicht, aber wir nehmen die Mama mit. Söhle, ihr habt beide Hunger. Unser Grundstück sieht so schick aus. Ich bin richtig begeistert. Wie geht's unserer Lucy? Okay, zufrieden, zufrieden. Okay, dann, Emmy, darfst du hier nochmal einen Rest nehmen? Ich würde sagen, du isst das Kuchenstück. Oh, jetzt hat sie das Spielzeug mitgenommen. Auch Emmy. Und dann kann die Mama dir das Void-Kreaturen-Pack noch geben. Und die Mami nimmt sich auch einen Rest. Und dann die April ist noch relativ gut wach. Und die Emmy allerdings auch. Dann gucken wir doch mal. Da müssen wir noch jäten. Und wir machen mal alle gießen. Ich weiß nämlich nicht, welche Pflanze nicht von den Sprenkeln erreicht wird. Genau, ich habe nämlich noch in der letzten Folge davor habe ich noch 3 Rasensprenkler gekauft. Und unser Rasen ja jetzt wirklich sehr, beziehungsweise unser Garten ja sehr groß geworden ist. Ja. Ich weiß auch nicht, wie lange das funktioniert mit der Wäscheleine, mit der Wäsche. Aber wir testen es einfach nach Nagelnfragen. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber wir gucken einfach. So. Ja, und vor allem unser Grundstück ist schön beleuchtet. Unsere Bienchen halten jetzt Winterschlaf. Dann lassen wir die schlafen, unsere Bienchen. So, April, was machst du? Du gießt deine Blümchen, okay. Wenn du möchtest, kannst du dann hier auch schon mal. Wow, wieso kannst du schon so viel? Ah, genau. Sie hat auch heute Morgen Gartenarbeit auf Level 10 vollgemacht. Wo ist die Geschicklichkeit? Da. Ah, Level 4 bist du schon durch deine Reparaturen. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir an Möbel so herstellen können. Wir können einen Barocker, Wandregal, Gartentopf, Gartenpflanzkiste, Beistelltisch. Spiegel. Ich denke, die Apple macht vielleicht jetzt gleich noch einen Spiegel. Hier kannst du ein bisschen Doktor spielen. In den Hallo? Stellen wir jetzt mal hier hin. Hausaufgaben hast du. Die Mami ist am Spiegel machen. Okay. Dann mach mal deinen Spiegel, April. Was war denn das? Dafür muss das Waschbecken aber, glaube ich, relativ in die Mitte her. Dann setzen wir den doch einfach hier hin. Das sollte funktionieren. Und das hier. So. Und dann haben wir schon einen Spiegel. Einen schönen großen Spiegel. Die Ecke hat einfach 2000 Punkte. Das ist krass. 3, 2, 1. Vollgas. Faszinierend. Lucy scheint Experimente bezüglich der für einen Flucht aus einer Behausung notwendige Geschwindigkeit durchzuführen.
Lucy. Bitte nicht abhauen. Ich weiß nicht, ob die abhauen können, die Kleinen. Auf jeden Fall lassen wir die beiden, beziehungsweise die drei, sind ja mittlerweile drei, mal ein bisschen pennen und sehen uns dann, wenn die beiden dann wach sind. Wir haben 7 Uhr und ich würde sagen, wir lassen die beiden jetzt aufstehen. Und wir gucken mal, was wir noch... Genau, die Emmy muss in einer Stunde zur Schule. Der ist leer. Ups, was haben wir hier noch? Da haben wir noch 4 übrig, dann gibt's heute das mal. Und dann könnt ihr euch... Kannst du alle zum Essen rufen, April? Weil die Emmy ist dann in knapp 50 Minütchen in der Schule. Und ich weiß nicht, was wir jetzt machen, weil das ist ja der erste Tag, in dem die April nicht zur Schule muss. Vielleicht machen wir auch einen Gelegenheitsjob. Da muss ich kurz mal gucken. Braucht man dafür einen PC? Wir gucken einfach gleich mal bei Jobsuche rein. Was da steht, ob da auch Gelegenheitsjob steht. Weil die April ist ja jetzt eine junge Erwachsene und darf Gelegenheits- und Nebenjobs annehmen. Jetzt habe ich es genommen. Weil voll arbeiten lassen möchte sie eigentlich nicht, weil sie mit ihrer Tochter eigentlich so genügend zu tun hat, noch mit ihrem Garten. Und sie verdient ja soweit richtig gut, also kann man ja nichts anderes dazu sagen. Auf jeden Fall scheint in Solani die Sonne. Ich liebe diese Insel, ich liebe sie einfach. Sei bitte schon fertig. Okay, nachdem du nach einem Job geguckt hast, darfst du aufs Klöschen gehen. Okay, und Emmy, du musst gleich zur Schule. Bei dir ist alles grün. Wow, du bist faszinierend, Kind, faszinierend. Deine Mami darf heute auch ein bisschen schwimmen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh nein, April. Hältst du das noch aus? Gut, dann darfst du das erstmal reparieren. Und wir gucken, ob wir einen Gelegenheitsjob finden. Viel Spaß in der Schule, Emmy. Da muss ich mich dann nochmal informieren, wie das geht. Aber wir können ja andere Dinge heute machen. Auf jeden Fall darf die April dann ihren Mega-Verkauf wieder machen. Oh, hier ist alles nass. Kannst du das aufwischen? Und ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Wäsche. Du alles verkauft? Okay. April, da draußen musst du nichts aufwischen. Das geht doch von alleine weg. Und dann würde ich sagen, macht sie vielleicht noch 1-2 Regale. Ah, genau. Die Emmy können wir mal hier fleißig lernen lassen. Hier geht es nämlich soweit echt gut. Was hat sie denn überhaupt im derzeitigen Stand? Sie ist 2er Oberschülerin mit durchschnittlichem Verhalten. Okay, da sie dieses abgeschlossen hat, ist wahrscheinlich die nächste... Yep. Sie ist bei den Leistungen gut. Also man merkt, die Emmy hat die Gene ihrer Mami gekriegt. Müssen wir bei unseren Bienchen eigentlich jetzt irgendwas machen? Ich glaube nicht, oder? Die April ist wieder kokett. Möchtest du dann vielleicht kokette SMS schicken? Komm, kannst du mal bei beiden machen. Dass du die beiden auch nicht vergisst. So, schnell, 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 schnell. Ach, ich liebe es. Ich gestehe, das Erweiterungspack mit Wasch. Essensschlacht. Ah, super. Und dann hat auch noch Emmy die angezettelt. Und zwar kann ich jetzt beeinflussen Empathie. Tja, mein Kind ist halt zum Anführer geboren. Oder Verantwortung, sie soll beim Aufräumen helfen. Auf jeden Fall soll sie helfen. Und dann kannst du das im Anschluss auf die Wäscheleine hängen. Wow. Es ist Winter und wir haben einfach warmes Wetter. Der Lucy geht's gut. Sehr gut. Ja, April. Hast du deine koketten SMS geschickt? Ja, komm. Dann machen wir das jetzt einfach so. Wir daten jetzt den Martin mal. Hallo Martin. Aber ich glaube, die Emmy muss ein anderes Outfit anziehen, sonst ist das zu kalt. Ich glaube, das wäre sonst zu kalt. So. Ich glaube, ich hoffe, ich habe es richtig ausgewählt. Ja. So, April. Wer ist denn das? Rukalawai. Ist dir nicht kalt? Auf jeden Fall kannst du den Shane mal... Oh, den Shane wollte ich schon sagen. Den Martin mal umarmen und eine tiefgründige Unterhaltung mit ihm führen. Tag verschönern. Tratschen.
Nibara Watanini. Oh, Prita. Und ihm scheint es wirklich nicht kalt. Okay. Ich wollte eigentlich gerade mal gucken, wo wir sind. Oh, das sieht schön aus. Oh, ich glaube, ich weiß, wo die beiden sich hinsetzen. Das ist ja geil. Könnt ihr euch hier hinsetzen und plaudern? Das ist doch schön. Ist das Pringleton Bay? Der Martin ist ein romantischer Sim. Ich glaube, wir sind in Pringleton Bay, oder? Falls nicht, es tut mir leid. So gut kenne ich die Städte dann auch nicht. Aber es sieht super schön aus, verschneit. April beschwert sich über die Kälte. Ja, April, du bist halt immer in Sulani, da ist es warm. Wobei der Martin ja auch in Sulani ist. Komm, wir können mal ein Foto machen. Ich glaube, von euch haben wir noch kein Foto. Oder? Wenn nicht, haben wir es doppelt. Okay, also irgendwie hat es nicht so gut. Okay, die Verabredung ist auch schon vorbei. Warum auch immer. Wir machen jetzt noch ein schönes Winterfoto hier. Bewunderung ausdrücken. Ihr sollt doch ein Foto machen, ihr zwei. Von Martin eingeheizt bekommen. Okay. April, wieso lachst du so komisch? Komm, ein Foto. Manji. Ach, das ist doch schön. Auf jeden Fall sieht man so ganz dezent den Schnee. So, ihr Süßen. Sie sind gute Freunde geworden. Perfekt. Ich hoffe, die April steht jetzt nicht gleich in Flammen. Ihr schmerzt der Arm vom Schrubben. Okay. Könnt ihr aber schon ein bisschen so von Natur schwärmen. Okay, ich merke wieder, meine Grafikkarte lässt zu wünschen übrig. Ich bin so froh, wenn ich meinen neuen PC habe. Der hat nämlich dann eine GeForce-Grafikkarte und ich denke, die packt das mit links. Emmy, dir geht's gut. Okay, dann würde ich sagen, können Sie noch ein paar Freundschaften schließen zum Schluss hin, so die letzte Stunde. Und wow, euer Freundschaftsbank ist fast voll. Mach mal ein Kompliment über sein Outfit. Aussehen, alles klar. Und du kannst mal einen schmutzigen Witz erzählen. Okay, Martin. Nö. Was können wir noch so machen? Gestehen, sich angezogen zu fühlen. Schlüpfrige Frage. Wollen wir ihm ein Geschenk geben? Wir könnten ihm ein Foto von... Ja, komm, wir geben ihm einen Wäscherhaufen. Och, April, was hast du nur in deinem Inventar, bitte? Wo hast du den Wäscherhaufen in deinem Inventar? Muss das verstehen? Gar nicht, oder? Und wir sind bei 7700 Simoleons. Da ist eine Katze. Und zwar die der Siggi. Können wir uns freundlich vorstellen? Geht das? April. Kannst du bitte aufstehen? Was ist denn jetzt los? Okay. Ich würde aber jetzt sagen, dass wir dieses Date auch beenden, da die Emmy in 5 Minuten nach Hause kommt. Und ich gern zu Hause sein wollte, wenn die Emmy von der Schule wiederkommt. Sonst denkt die so, hey, wo ist meine Mama? So, ab geht's nach Hause. Wir haben Rechnungen gekickt. Okay, unsere Rechnungen sind jetzt bei unserem Briefkasten dahin. 191. Diesmal bezahlen wir sie direkt. Nicht so wie das letzte Mal, wo wir es... Ja, klar kann die Ellie mit zu uns kommen. Mach die April bitte direkt die Rechnung und... Nein, wir wollen nicht Essen reinmachen. Okay. Du sollst aber bitte... Da ist doch unsere... Wo sind unsere Wäsche hin? Die Emmy ist mit einem Schulprojekt nach Hause gekommen. Das ist doch cool. Und sie ist angespannt. Okay, dann machen wir jetzt erstmal was, was ihr Spaß macht. Du kannst mal eine Winterbastelei machen. Das ist doch schön. So, April, wo hast du denn
Ah, jetzt weiß ich, was diese Wäsche hier zu drin zu suchen hat. Das war die Wäsche. Okay. Jetzt wissen wir das auch wieder. So. Chups. Und wir fügen einen Rahmen hinzu. Unsere Wand ist schon schön. Wir haben die Zoe schon, die Mia, die Lisa, den Shane, den Wyatt, den Ray und den Martin. Also fehlen nur noch der Alvin und die Alexis und die Ina, weil die Ina hat mir, die beiden haben mir das Bild versaut mit dem Regenschirm. So. Und ihr könnt euch noch ein bisschen unterhalten. Wir können auch nur noch Sandskulptur bauen. Hat hier nicht eben was gerade gestunken? Läuft der Rasensprenkler die ganze Zeit? Was macht ihr? Emmy, was malst du Schönes? Malst du mit Nudeln, okay? Naja, egal. Und das ist der Martin. So, April, was hältst du davon, wenn du hier noch was machst? Vielleicht ein Wandregal? Das wäre doch eine Spitzenidee, oder? Und ich hatte überlegt, dass wir der Emmy... Kann die Emmy sich auch was kaufen? Geschenke kaufen. Dass der Emmy, dass die Emmy vielleicht ein Tagebuch bekommt. Ist das bei Büchern dabei? Ja. Dass wir ihr ein Tagebuch schenken. Wo sie dann auch bisschen ihre Gefühle drin schreiben kann. So, wo packen wir denn das Projekt hier hin? Da könnt ihr zwei Mäuse dann auch mal zusammen schreiben, arbeiten. Ich würde sagen, die Nahrungsspende sagen wir ab. Und du willst schlafen? Nein, guck mal hier, du kannst doch hier über Stress in deinem Tagebuch schimpfen. Und das Essen machen wir in den Kühlschrank. Und April? Wie weit bist du? Da ist der Martin auch. Kannst du ihn herbeirufen? Kannst du ein bisschen mit ihm tratschen? Genau, die Emmy schreibt jetzt in ihr Tagebuch. Dann würde ich sagen, mach die... Kannst du mit dem Nager... Ja, Nager studieren. Und die Mami macht dir ein Regal. Aber wir spulen jetzt mal ein bisschen. Sonst geht die Zeit so drauf. Die Ellie ist auch schon eine Süße. Hi, Ma. Tschüss, Martin. Entschuldigung. Weil dann hat die Emmy schon ihr erstes Regal in ihrem Zimmer. Ja, der ist ein bisschen zu weit oben, gell, der Spiegel. So, April. Dann kann, würde ich sagen, kochst du jetzt mal was zu Abend. Abendessen. Wir hatten letztens, ich glaube, Pfannkuchen. Komm, Mama, Spaghetti. Beziehungsweise deine Lucy studierst du. April. Und dann ist der Montag auch schon wieder vorbei. Und wir sind am Ende der Folge auch schon fast wieder angekommen. Und April macht wieder ihre Meerjungfrauengeräusche. Oh, sie hat sich den Finger eingeklemmt. So, Emmy. Hast du deine Hausaufgaben fertig? Wow, das geht ja mit dem Nager rucki zucki. Gut, Mäuschen, dann würde ich sagen, es ist zwar erst knapp 20 vor 9, kannst du trotzdem schlafen gehen. Die Mami... Ach, Emmy, jetzt hast du den Teller vergessen, aber das war meine Schuld. Mami sucht es, geht dann noch aufs Klöchen. Gucken, was sie diesmal rauszaubert. Was sind denn als nächstes an Feiertage? Der Gruseltag. Da muss ich mich auch noch informieren, wie das mit dem Verkleiden geht, wenn man den Kostüme anzieht, die man gemacht hat. April, April, April. So, dann geht die April jetzt auch noch aufs Klöchen. April. Oh nein, Mist. Ganz schnell aufs Klo. Und dann kannst du auch ins Bett schlafen gehen. Und dann gucke ich gleich mal, was die April aus diesen Kisten gezaubert hat.
Hast du Pipi gemacht? Sehr gut. Und ich bin ja so froh, dass wir dieses Nachtlichtchen für die Emmy haben, weil sie bis jetzt keinen einzigen Albtraum hatte. So, ich beende allerdings jetzt hier die Folge. Ich bin nämlich schon über meine 30-Minuten-Limit. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, auch wenn wir nicht so viel erlebt haben. Aber immerhin waren wir bei der lieben Yuki und haben sie kennengelernt. Wir hatten so das erste Date, auch wenn es relativ kurz war, mit dem Martin. Und dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge vielleicht mit dem Shane was unternehmen. Ich habe eigentlich meinen Favoriten und würde das auch gerne so durchboxen, weil ich dann den anderen Partner für eine andere gerne hätte. Da ja auch schon da auch ein bisschen was geplant ist. Auf jeden Fall werde ich dann gleich mal im Inventar gucken bei den beiden, was die April noch aus dieser schönen Kiste hier gefischt hat und wie das Regal geworden ist. Und das wird die Emmy dann in ihr Zimmer gehängt bekommen. Dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Tschüss!